Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Wurago und diese Therapie ist ja kostenlos. Genau, wir sind hier bei Let's Play Borderlands 2 und zurück in dem schönen Century. Wir waren letztens unterwegs in der Wildlife Research. Da haben wir ein bisschen mit den Viechern gespielt und... Aber weißt du? So Pech. Oh, du sein Kammerjäger. Ja, ich sei Kammerjäger. Ja, ich sei Kammerjäger. Verpiss dich. So, wollen wir hier mal gucken, ob wir hier unser Outfit mal wieder ändern können. Köpfe. Ah, der ist kacke. Das ist einfach kacke, dass es für den nicht wirklich schicke Köpfe gibt. Und sowas hier. Den müssen wir extra, darüber holen. Will ich schon mal nicht. Oh. Haben wir da unsere Köpfe? Nee, das Hero-Kopf. Ah, das Hero-Kopf sieht kacke aus. Oh, den können wir ändern, den mal eine Weile. Sind wir mal so. Wir gucken, neue Farben hier. Alles mit zu grün. Machen wir eben auf blau. Müssen wir auch mal die Klamotten ändern. So. Haben wir das auch geklärt. Wir gucken mal zuerst rein in die Questbuch. Wir werden zuerst mal... hier haben wir gerade was vergessen. Das ist die Upgrade-Nummer, genau. Also passt alles. Alles beim Richtigen. Wir machen immer Risiken und Nebenwirkungen. Hier, hier lang rum. Und bringt Hannes jetzt Risiken und Nebenwirkungen von diesen Slack-Experimenten. Auf das Türchen. Tach, Tani, Tani-Tante. Wir sind wieder daheim. So. Mal gucken, was willst du vor... kannst du mal stehen bleiben? So. Hannes hat alles benötigt über die Slack-Experimente beisammen. Man kann nun hoffen, dass sie sie nicht für total grauenhafte Ziele missbraucht. Daten, die du gefunden hast, sind nicht nur sehr unterhaltsam. Sie könnten auch zeigen, wie man die Ausbreitung von Slack-Vergiftungen stoppen kann. Das wäre schön. So. Da gucken wir gleich mal, was die Wäsche machte. Da haben wir eine Granate drin. Da war ein bisschen Munition für die Shotgun. Konnten wir die mit aufnehmen. So. Hier noch. Davon haben wir genug. Da können wir das mitnehmen. So. Gucken wir, was die Spinnen los ist hier. Okay, lass uns ja nicht von sie ablenken. Wir gehen mal nicht nach da. Wir gehen zum Claptrap. Weil wir haben ja für Claptrap eine Update. Genau, ein schickes Update. Da gehen wir gleich mal gucken. So, hier lang rum. Hart abbiegen. Bei Set vorbei. Und hier kommt Claptrap. Den werden wir gleich mal ein Update verpassen. Alles klar. Hallo, Claptrap. Kriegst du ein Update? Keule! Was zum Teufel? Machst du. Heiliger Skeptic! Ich bin unsichtbar! Das ist. Du. Ich kann nicht. Untertan! Klatsch ab! Hast du dir verdient! Sehr gut. Jetzt kann Claptrap uns durch Angels Sicherheitskraftfeld bringen. Komm zurück. Wir wissen vielleicht, wie wir an dem Bunker vorbeikommen. Super, haben wir da das Update gemacht? Da klopft immer noch jemand. Ah, du bist ja mein Freund hier. Alles klar? Was? Du bist einer von denen, stimmt's? Ein Kammerjäger. Und da heißt es, ich wäre verrückt. Das steht ohne Zweifel, dass du der Bekloppte von uns bist. So, wir sollen zurück zu... Oh, Karton gucken. Zu Roland. Und dass die Quest die Wildtierreservat abschließen. So, mal gucken, was der jetzt für einen neuen tollen Plan hat, wie wir weiterkommen. So, mein Freund, wo bist du denn? Ah, da hinten auf dem Balkon. Verdammt. Ja. Erinnerst du dich? Erinnerst du dich noch, wie Mordecai in der Schulter getroffen wurde und einfach in Deckung ging und Bloodwing auf die Banditen gehetzt hat? Ja. Und Bloodwing kreist nur rum und greift nicht an und Mordecai brüllt ihn an. Was soll das, du feiges Biest? Los, mach sie fertig! Blablabla. Und dann steht Mordecai auf und kommt aus der Deckung. Und Bloodwing stürzt sich kreischend ins Gefecht und killt die ganzen Banditen in 0, nichts. Mordecai sollte ihm zusehen und stolz auf ihn sein. Und Mordecai war happy wie ein Skag in Slack und hat ihm den Schnabel geküsst und den Nacken gekrault. Hübsche Szene, wenn Bloodwing nicht total mit Eingeweiden bekleckert gewesen wäre. Halt endlich die Schnauze! Okay. Du bist auch da. Ich hab nichts für dich, tut mir leid. Ich bin ein schlechter Mensch. Ja, das bist du. Sorry, Killer, gibt zurzeit nichts zu tun für dich.
Okay, dann Roland. Der Preis war hoch, aber dafür hast du das erste Hindernis auf dem Weg zu Control Core Angel überwunden. Tut mir leid, das mit Bloodwing Soldat. Ja. Aber es gibt noch mehr zu tun, wenn wir Angel erreichen. Und den Mann, hast du aber große Hände. So. Bring diese Nachricht nach Thousand Cuts. Kapitel 12. Einst und zukünftiges Lab. Ah ja, da braucht man definitiv den Brief nicht in den Rippenrahmen. Du musst diese Nachricht einem Banditenanführer namens Slab King bringen. Früher gehörte er zu den Crimson Raiders, bis seine Methoden zu brutal wurden. Ich hielt es einfach nicht für effizient, Hyperion funktionieren vor den Augen ihrer Familie, die Gliedmaßen eins nach dem anderen auszureißen. Er sah das nicht ein, aber er schuldet mir immer noch einen Gefallen. Und er kann uns helfen, am Bunker vor Control Core Angel vorbeizukommen. Alles klar. Wir gehen mal hier den direkten Weg. Wir stehen das durch. Das hier ist vielleicht der schönste Ort. Oh, da war... Ausrufezeichen heißt, da sind wieder Nebenquests, die werden wir natürlich einsammeln. Weil sonst sind wir zu schnell durch. Hallo, Tanis? Tanis nicht. Ich hätte gedacht, Tante Tanis hätte wieder was für uns, aber dann wohl doch nicht. Was haben wir denn eigentlich? Ach. Oh, hier fehlt das halbe Haus. Okay, wo war der? Wer hat hier eine Quest? Die müsste endlich... Irgendwo hier muss doch einer eine Aufgabe... Ah, da ist er ja. Ich habe einen Job für dich. Zeit für einen Alktransport. Das klingt super. Mordecai dürstet nach Rache. Bloodwing ist tot. Und Jack hat die Kammer fast geöffnet. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich brauche einen Drink. Oder eher einen Haufen Drinks. Die Hodans schmuggeln Rack Ale aus der Dust. Schieß mir ein paar Fässchen von einem ihrer Alkoholtransporter runter. Alles klar, das hört sich cool an. Ich glaube, ich weiß, was wir als nächstes tun. So, dann war da noch ein Ausrufezeichen. Das könnte der Set oder Scooter sein. Da können wir vorbei mal schauen. Bierflaschen vom Laster schießen. Das klingt doch genau nach dem, auf was ich Bock habe. So, hier lang erstmal runter. Tür auf hier, auf das Türchen. Und der direkte Weg, der gekonnte Sprung für die Treppe lang runter. Du stehst auch den ganzen Tag hier rum, wa? Hey, willst du mir helfen? Eile, Jess Fosters gute Eile. Ich will ein Liebesgedicht für eine Braut schreiben. Daisy, aber ich brauche Inspiration. Etwas, damit ich in Fahrt komme. Damit sie in Fahrt kommt. Selbst durch Poesie, verstehst du? Wer mal mit waschen? Nimm die Kamera und fotografiere ein paar interessante Motive, die ich in meinem Gedicht verwenden kann. Okay? Alles klar. Besorge Pornohefte. Ich glaube, jede Submission von Scooter geht damit los. Besorgt Pornohefte. Okay. Alles klar, dann sind wir hier aus, aber wir werden uns trotzdem erstmal um die Biernummer kümmern. Die finde ich einfach am coolsten. Und zwar, wo haben wir denn das? Genau, Rackaholica. Anonyme Rackaholica. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Aber wir gehen mal vorher, werden wir nochmal beim lieben Crazy Earl vorbeischauen. Mal gucken, was der noch so hat für uns. So. 50, Alter, Alter. Erhöht dauerhaft die Menge an Assault Rifle Munition. Speicherdeck erhöht die Anzahl der Objekte im Safe. Brauchen wir nicht. So, Sniper. Das auf jeden Fall. Kannst du übrigens vergessen. Da sind wir eigentlich gut dabei. Shotgun passt eigentlich auch. Hier können wir auf alle Fälle vielleicht nochmal draufsetzen. Verlieren Sie mich nicht wieder. Granaten könnte man auch gebrauchen. So, jetzt haben wir noch Vierer. Damit, Vierer hätten wir hier oben. Den da oben brauchen wir aber nicht. So, jetzt geht's auf Bierflaschen. Und dazu müssen wir dann einmal hier lang. Rum. Moment. So, da hat's ein bisschen gejuckt an der Nase. Musste ich das mal kratzen. So. Da und Porten. Wo müssen wir denn hin? Nach, The Dust. Bier von Bierlaster schießen. Ich bin ja mal gespannt, wo wir da genau hin müssen. So. Servus, Elli. Wir sind auch gleich wieder weg. Oh, da liegt noch was rum. Ein Echolot. Schätzchen, wann kommst du zurück nach Sanctuary? Ich weiß, du bist sauer. Ich werde mich nicht für das entschuldigen, was ich gesagt habe, aber... Es ist nicht sicher da draußen.
Beide dieser verblödeten Familien glauben, dass die andere diesen Clankrieg begonnen hat. Aber keiner von ihnen weiß, dass der Krieg eigentlich aufgrund eines großen Missverständnisses wegen einer Zeche in einer Bar und einem Stalkerrennen begann. Lange Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir irgendwann. Jedenfalls, der Waffenstillstand zwischen den Seffords und den Hodunks wird nicht lange halten. Früher oder später wird's wieder krachen und du willst da nicht mittendrin sein. Glaub mir, Süße, dafür bist du nicht gemacht. Aber hey, wenn du lieber in der Nähe von Banditen lebst, die dich umbringen wollen, statt bei deiner Mutter, die gern hätte, dass du dich um dein Aussehen kümmerst... Ach du Scheiße. Ware, dann ist das deine Entscheidung. Aber es ist die falsche. Komm einfach zurück, Schatz. Ach du Scheiße. Moxie ist die Mutter von Ellie. Die Ähnlichkeit ist ja verblüffend. Okay, die Familienfehde gibt's nicht mehr. So, mein Freund hier. So. So, mein Freund, bist du dann der Nächste, oder? Wow. Wenn das nicht mal ein Superkill war. Ich weiß auch, oh, da kommt irgendwo. Alles klar, da kommt der Bierlaster. Oder er ist Bordi unterwegs. Mal gucken. Dann müssen wir uns noch mal Plätzchen suchen, wo wir günstig rankommen. Ich denke mal, das Entscheidende für der Geschichte ist einfach noch mal irgendwo einen guten Platz finden, wo wir schießen können. So. Mal gucken. Wir warten einfach mal hier, weil jetzt müssen wir dann irgendwann hier wieder vorbeirauschen. Mal gucken auf die Map, wo der hin ist. Der steht da. Das könnte vielleicht auch helfen. Ja, wir hätten auch ein Auto nehmen können, wir uns die ganze Lauferei gespart. Okay. Jo, wir sind nicht mehr unter Beschuss, wir sind jetzt beim Landen. So. Scheiße hilft auch nicht mehr weiter. So, kommt hier gleich der nächste vorbeigeballert. Mal gucken, ob wir da irgendwas gerissen kriegen. Okay. Okay. Okay, auf diese Art und Weise kriegen wir sie nicht. Müssen wir doch mal nach vorne gehen. Der stand ja irgendwo still. Hatte man ja gesehen, dass er sich da nicht mehr bewegt hat. Da müssen wir nämlich hin. So. Okay, da wollte ich dein Ernst jetzt hier gerade. Kannst du mal herkommen, du? So, da hat's gerade Ruhe. Oh, 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 oh. Kaum bist ja durch. Da kommt der nächste Quatsch an. Ah, das ist einer mit Fässern. Nicht so schön, da sollten wir schnellstmöglich weg hier. Laufen wir mal. Okay, da mal so. So, mein Freund hier in dem. Der ganze echte Krise kriegen, ja. Kam die denn auf einmal her? So,
Da werden wir gleich tot sein. Gut, da sind wir dauergegangen. Das waren einfach ein bisschen zu viele, zu unübersichtlich. Ja. Aber ist auch nicht so schlimm, weil die Zeit ist eh schon wieder rum. Das war's nämlich heute mit einem lustigen Let's Play Borderlands 2. Haben zwar nicht so wirklich viel was gerissen und gelernt, dass wir ein Auto brauchen. Also, das nächste Mal geht es weiter mit Auto und wir haben den Bierlaster gesehen. Den werden wir nächstes überfallen. Bis dann bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen, und zwar das, was jetzt kommt. Das finden wir am Ende, das ist nämlich Endcard. Auf der schicken Endcard ist eine Videoempfehlung. Diesmal ganz einfach Junkbox-Ausgabe, genau. Command & Conquer, Alarmstufe Rot 3. Da sind wir dabei, die letzte Mission mitzuspielen von den Japanern. Die Sowjets und Alliierten nochmal durch. Wenn sich das Ganze nochmal anschauen wollt, das Junkbox-Spiel für unter 5 Euro, hier wäre die Möglichkeit, einfach einen Klick drauf und ihr könnt euch das Ganze in Ruhe nochmal reingedünzen, soll ich sagen. Sonst, für alle, die das Ganze gefallen hat, hätten ihr noch den YouTube-Button, der abonniert nämlich den ganzen Kanal. Den solltet ihr dann nicht nur angucken, sondern auch drücken. Das wäre super. Tja, sonst Social Media Kram, Google Plus, Facebook und Twitter, seid ihr nicht unerwähnt. Wobei ich versuchte, über Twitter das meiste laufen zu lassen. Sonst unter dem Video gibt es nicht nur die Links URL für den ganzen Kram, sondern auch einen Kommentarbereich, der gerne geführt werden kann. Also schreibt mal nette Kommentare, ich freue mich schon drauf, die zu lesen und zu beantworten. Für Kurzentschlossene, die schnelles Feedback geben wollen, gebt mir einen Daumen nach oben, weil euch das gefallen hat. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Das ist auch okay, denn ich bin MacFurago und sagt Servus und Ade.